So, hallo Leute, willkommen zu Let's Play Trine. Mal wieder. In der Ironforge. Our heroes through the gates of the evil tower and entered the forge, where the undead prepared their weapons and armor. Looking down on them, the evil tower stood tall and menacing. This was the heart of evil. Heart of evil, das hört sich an, als würden wir in die Quelle des Bösen kommen. So, scheinbar hat Steam gerade seine Connection wieder gefunden, dann kann ich mich auch offline stellen. So, starte. Oh, this is not good. Not good at all. Remind me of weapon forging. Ha! I have the best weapon of all! Ist es komisch, dass eine Schmiede ihn an eine Schmiede erinnert? Nein, oder? Es kann nur Zufall sein. Weil seine Waffe ist ja wirklich cool. Generell seine Waffen. Thunderhammer und... Noch keine Erfahrung soweit. Mal kurz gucken. 40. 40 ist eine ganze Menge. Gehen wir da mal direkt runter. Komm ab. Oh, der fliegt über die Lava. Der sollte in die Lava. Hey. Gut. Okay, was macht das? Tor dort? Autsch, was war das? Das war einmal durch Lava geflogen. Gezogen. Hier in die Mitte und probieren wir auch einfach mal, was jetzt passiert. Es zerplatzt trotzdem. Ha, die Hitze bekommt dem wohl nicht gut. Wie? Wupp. Na, ich bin für einen Moment auf der anderen Seite. Gut. Ich hatte nämlich auch irgendwie nicht allzu viele Möglichkeiten, was ich gegen den machen kann. Ich kann den Chest-Teil auch nicht nehmen. Oh. Das war's leider für diesen Level damit, aber... Ich will jetzt erstmal hier gucken, ob ich irgendwo einen Speicherpunkt finde. Wow. Lass mich erst das hier bekommen. Gut. Ich treffe das Teil nicht. So. Nachdem ich das jetzt gemacht habe. So komme ich da auf jeden Fall nicht dran. Wow. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich mit ihm jetzt hier weiterkomme.
Sure. Irgendwie keine Ahnung. Das ist ganz merkwürdig. Mich zumindest schon mal wieder hier. Versuche ich als allererstes das Scheißskelett. Platt zu machen. Gut. Du sollst es runterziehen. Runterziehen. Nicht hochdrücken. Und ja. Gut. Das als allererstes. Jetzt, so kriege ich also das Tor da hinten auf. Interessant. Keine Ahnung, was das ist. Aha. Ach, das habe ich gleich gerade freigeschaltet. Oh oh. Ist doch auf jeden Fall trotzdem schon mal ein Anfang. Und irgendwo sind Spongard. Massig Monster. Da oben. Schön, dass ich. So viele Krieger noch bei mir habe. So, schwingen. Boah, wow, das hat mich gerettet. So. Nein! Wieso ist die nach vorne gesprungen? Eieiei. Das war richtig dämlich. Geht dieser Scheißfanghaken auf einmal auch über die halbe Map? Na, jetzt ist da hinten das Tor auf. Sollte es zumindest. Ich hatte nicht erwartet, dass mir das so eine Brücke baut, aber... Ein geschenkten Gaul schaut man nicht so ganz genau ins Maul. Na, wie war das? So. Und endlich mal wieder ein neuer Speicherpunkt. Hell, it was about time. Ich mache euch alle fertig. Aber mit diesem Speicherpunkt hier in der Nähe, wo ich mich jedes Mal direkt wieder aufladen kann. So, jetzt mache ich halt mit dem Hammerknochen hier.
So. Ups. Etwas niedrig. Was ist das für eine leuchtende blaue Farbe da? Egal. Jupp, da oben drauf ist auch Erfahrung. Das kommt natürlich überraschend. Gut. Und noch mehr Lava. Yay. So, ich belebe sie lieber wieder. Kostein ist weg. Ich glaube, bevor ich jetzt versuche, mich dort... das mit dem Magier zu machen, war das die einfache Variante, auch wenn... es ein bisschen schmerzhaft war. Aber so ein Lavabad... ich glaube, das ist gut gegen Falten. Zumindest sieht man danach keine mehr. So, zack. Noch ein bisschen Feuer. Und jetzt nehmen wir ein bisschen mit ihm.